Willkommen zurück auf Deponia im Computerkern. Was passiert hier hinten? Hey, da werden Roboter gebaut. Cool! Computer? Schalter? Oh, so viel, was man hier manipulieren kann. Das muss UFOs Traumland sein. Sollen wir zuerst... Oh, ein Datasettenschlitz. Hier kriegt man bestimmt Datasetten. Tower, Computer, Schalter. Ach, ich weiß nicht. Ich rede erstmal mit dem Computer. Hallo, Computer? Kann ich dir helfen? Ich suche die Tabelle für die Spaßpunkte. Kein Problemchen. Wechsel einfach auf Laufwerk G. Da gehst du dann in das Verzeichnis funzone/data/funpoints. Moment, nicht so schnell. Was wechsle ich? Das Laufwerk. Tippe einfach G, Doppelpunkt. Da fängt's doch schon mal an. Ich will nicht tippen, ich will wissen. Und zwar, wo die Tabelle ist. Was willst du denn mit der Tabelle? Ich will meine Spaßpunktzahl erhöhen. Unmöglich. G ist ein Systemlaufwerk. Read only. Physikalisch gesichert. Das eine merke dir. Nichts, lieber Ronny, ist jemals physikalisch sicher. Das sehe ich aber auch so. Was ist das? Mein Tower-Gehäuse. Da sind mein Prozessor und meine Festplatte drin. Dieser Auswerftoaster beherbergt deinen Denkapparat? Deine Kartoffel würde auch nicht gerade einen Case-Modding-Wettbewerb gewinnen. Da habe ich anderes gehört. Man hört immer nur, was man hören will. Danke, Entschuldigung akzeptiert. So, jetzt schauen wir uns die Krempel mal an. Technisches Zeugs, braucht doch kein Mensch. Aua, was tust du? Ich räume hier auf. Das tut wirklich weh. Bist du nicht darauf programmiert, gute Stimmung zu verbreiten? Aber, herrlich, wie du die Belastungsfähigkeit meiner Empfindungsfunktion auslotest. Habe ich gern gemacht. Gleich nochmal. Oh, eine Festplatte. Das ist ja wunderbar. Was haben wir denn da? Das ist meine Festplatte. Ist das sowas wie dein Gehirn? Wenn du es nennen willst. Warum nicht? Manchmal zähle ich sogar Wenzels Weichmurmel dazu. Und warum kann ich sie nicht ausbauen? Ich will doch hier Laufwerk G verändern. Und ist euch schon die Eule aufgefallen hier oben? Ist sie nicht süß? Ob die uns da helfen kann? Warte mal, was haben wir denn hier? Plastikschmelz, Monsterpantoffeln, Aluhut. Hey, kann ich Ronny einen Aluhut geben? Was? Was tust du denn da? Wir werden mit einem Mal so. Ich sorge dafür, dass du dich an meinen Punktestand erinnerst. Genau. Ich brauche die 10.000 Spaßpunkte, um den Ältestenrat einzuberufen. Hui, das klingt witzig. Was sind Spaßpunkte? Was Spaßpunkte sind? Sag mal, ist bei dir jetzt endgültig die Sicherung lose? Kann sein. Ist ganz seltsam. Ich glaube, da stimmt was mit meiner Festplatte nicht. Kannst du mal gucken? Also, ich kann keinen Fehler erkennen. Im Grunde kann ich hier sowieso überhaupt nichts erkennen. Das liegt bestimmt daran, dass du meine Datenbank formatiert hast. Was hab ich? Wusch! Alles weg. Aber hey, nicht so schlimm. Das meiste war eh nur Ballast. Genspot-Steuerung, Sicherheitsprotokolle, Gencodes von ausgestorbenen Tierarten. Wer es braucht? Ausgestorbene Tiere? Ja, sicher. Elysium ist immerhin sowas wie eine Arche. Aber keine Sorge. Die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Warte, ich schalte dir den Scanner ein. Piep. Siehst du? Halb so wild. Und was ist mit der Spaßpunkttabelle? Leer. Ratzefatze. Wieso? Na, weil ich doch 10.000 Punkte brauche. Ach ja. Warte kurz. Piep. So, 10.000 Spaßpunkte sind eingetragen. Wie jetzt? Echt? Na klar, ohne störende Sicherheitsprotokolle gar kein Ding. Ist doch okay für dich, oder? Worauf du einen lassen kannst. Aber gerne, trink! Wasservorräte werden abgelassen. Party! Wuhu! Yippie! Hey, ich meine, wir haben es geschafft. Die paar ausgestorbenen Spezies wie diese Eule hier, was soll's. Wo muss ich jetzt hier? Ach, da ist der Scanner. Ja, das scanne ich doch gerne hier, Spezies. Scanner-DNA-Probe. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. Du dachtest doch nicht wirklich, dass Monsterfußpantoffeln aus echten Monsterfüßen hergestellt werden. Oder? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja zu doof. Ja, wie kann man nur so, hey, Exnow. Scanner DNA-Probe. Wiep, erkenne Spezies. Testspeicher Varan. Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette.
Okay, jetzt reicht's aber auch, Ronny. Alles mal auf Ruhe hier stellen. Na, nehmen wir uns mal so ein Dataception mit. Und Drink, Plastikschmelz. Scanner DNA-Probe. Brrr. Weep. Erkenne Spezies. Cooler Zombie-Dinosaurier. Du willst mich doch veräpfeln. Du hast damit angefangen. Ach so, aber vielleicht können wir Ulysses Helm scannen. Scanner DNA-Probe. Brrr. Weep. Erkenne Spezies. Cooler Zombie-Dinosaurier. Ach, was? Das ist gemein. Den wollte ich doch scannen. Na gut. Irgendwie war auf dem Bildschirm vorher mehr los. Das liegt daran, dass das Verzeichnis mit dem Gencodes gelöscht wurde. Aber keine Sorge, die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Und wo bekomme ich die? Das hier ist... Wir müssen die Spezies einfangen. Schon klar. Das hat er ja schon mal erzählt. Hoffe ich, dass ich hier nichts übersprungen habe, ne? Warte mal, lass mich jetzt aber ausprobieren. Und jetzt? Hebel! Hey! Wir haben uns einen Varan gezüchtet. Moment mal. Hey, wo ist mein cooler Varan hin? Da ist er! Oh. Ich wollte doch auch einen Poisonius für mich haben. Na gut. Im Moment ist diese Funktion leider nicht verfügbar. Das Tolle daran, du kannst es jederzeit erneut versuchen. Und wenn du eine passende Gencode-Datasette eingelegt hast, wirst du mit tollem Notfall-Klon-Personal belohnt. Hurra! No. Wenn nicht was? Moment. Ist diese Funktion leider nicht verfügbar. Das Tolle daran, du kannst es jederzeit erneut versuchen. Und wenn du eine passende Gencode-Datasette eingelegt hast, wirst du mit tollem Notfall-Klon-Personal belohnt. Hurra! Notfall-Klon-Personal? Hey, kann ich eigentlich auch selber einfach auf diesen Scanner hier meine Hand drauf legen? Ja, egal, ich geh mal zum Fahrstuhl. In der Fun-Zone müsste dann ja alles super und gut sein. Die haben wir dann erledigt und wir müssten doch jetzt den, also quasi, wir haben 10.000 Punkte laut Punktestand. Das heißt, wir können doch jetzt hier Ältestengrad. Aber ich habe so eine coole Datasette, ich will eigentlich erstmal hier eine Wolpertinger generieren. Genau. Habe ich doch die perfekte Datasette für. Yeah. Extremität. Gemüt. Behaart. Statur und Farbe. Hey, wo ist mein Wolpertinger? Mist. Was kann ich denn jetzt? Kann ich das irgendwie... Also, ich kann, wenn ich das anklicke, passiert überhaupt nichts. Naja, dann, ich glaube, brauche ich wohl noch eine zweite. Hebel ich mir meine Datasette mal wieder raus. Und nehm mir so ein Tier mit. Ich meinte, hier so Tierhaare. Dafür brauche ich nur meine Finger und einen Moment, in dem ich mich unbeobachtet fühle. Aber Tierhaare. Ich brauche doch Tierhaare. Hey, hier unten war auch ein Datasettenfach. Daran konnte ich mich doch erinnern. Hinein damit. Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist doch gar nicht flauschig genug. Nimm das sofort wieder weg, bevor es noch jemand sieht. Nicht zerstören! Oh, ihr seid so fies. Ihr seid so böse. Ist das gemein. Ältester, mach mal eine Sitzung. Achtung, Achtung! Eine wichtige Durchsage! Der 10.000 Spaßpunkte-Horizont wurde durchbrochen! Stellen Sie sofort alle Streichelaktivitäten ein und... Gib dir keine Mühe! Es hat sich vorerst ausgestreichelt. Irgendetwas scheint mit der Tierdatenbank nicht zu stimmen.
Das System will mir einfach keinen Streifenzobel mehr ausspucken. Wie sollen sich die armen Bürger ihren Alltag versüßen, wenn es keine Streifenzobel zu streicheln gibt? Welche armen Bürger denn? Ich sehe außer dir keinen. Kein Wunder. Es gibt ja auch keine Streifenzobel, die man streicheln könnte. Was für ein Desaster. Aber echt, aber möchtest du jetzt nicht zu der Sitzung gehen? Jetzt lass doch mal deine blöden Streifenzobel beiseite. Ich habe viel dringendere Dinge auf der Agenda. Streifenzobel sind nicht blöd. Sie sind klein, pelzig, nett und sehr intelligent. Vielleicht sogar intelligenter als so manche Anwesende. Gut möglich. Auf jeden Fall gehe ich nirgendwo hin, bevor ich nicht mindestens ein Streifenzobel gestreichelt habe. Aber das ist doch eins. Das war kein Streifenzobel. Na gut. Okay, wir fangen dir was ein und dann bauen wir dir was. Das wird ja schon irgendwie funktionieren. Wohin? Was ist denn hier los? Hä? König der Comedy. Was war hier nicht vorher noch große Party? Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja nicht einmal bunt. Ich habe mein Publikum enttäuscht. Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche. Warum? Wie jetzt? Ist die Show einfach schon vorbei? Was für ein miserables Ende. Buh! Warum macht der eigentlich nie was, der Poisonius? Warum spuckt der nicht Gift oder so? Hey! Noch ein Drink. Da wollte wohl jemand den Fisch nicht mittrinken. Dabei ist er doch das Beste am Kai Piranha. Ah, Kai Piranha. Moment mal, ein Piranha kann zwar hitzig werden. Ich kann den Drink nicht in den Mixer schütten, solange mich dieser alkoholabhängige Fisch mit seinen niedlichen Junkie-Augen anglupscht. Halte durch, kleiner Tackleberry Finn. Ich mixe dir ein neues Heim. Und es wäre doch gelacht, wenn dabei nicht auch noch ein Drink für den alten Knacker da vorne rausspringt. Wie bitte? Was? Moment. Ich hab noch gar nicht mit dem alten Knacker geredet. Der weiß doch noch gar nicht, dass er Drinks kriegt hier. Oh, das ist ein Rätsel, aber ich verlasse das kurz nochmal. Ja, klar. Weil ich möchte jetzt doch erstmal mit dem alten Knacker reden. Was sitzt du hier rum? Ich habe 10.000 Spaßpunkte und verlange meine Audienz. Oh, Gratulation. Aber ich bin hier gerade unabkömmlich. Irgendetwas stimmt mit den Gastrobots nicht. Den Gästen wird Essen und Trinken in geselligem Ambiente versprochen. Aber das Essen ist ungenießbar. Schau her. Genau, und in den 4CL-Drinks schwimmen Fische. Solange diese Probleme nicht beseitigt sind, hat meine Anwesenheit hier oberste Priorität. Okay, hey, Riesenmarder, so, nehme ich. Das ist jetzt Chefsache. Ja, wunderbar. Recht so. Entferne diese Monstrosität aus meinem Blickfeld, bevor es noch die anderen Gäste sehen. Solange hier nicht wieder qualitativ hochwertige Speisen serviert werden, bleibt diese Lokalität geschlossen. Speisen also? Ich dachte, er will ein Getränk. Naja, okay. Halt eine Wurstpelle drum, ne? Schade. Das ist zu groß, um es einzuwursten. Oh. Naja, gut. Wäre auch bestimmt nicht so lecker gewesen. Boah, dann mix ich mal, ne? Oh Gott, Agathe. Ich kann den Drink nicht in den... Halt, naja. Ich mix... Und es wäre doch... Ich mixe einen neuen Drink ohne Fisch. Hoffe ich. Schauen wir erstmal, was wir haben. Wir haben ein Glas, ein Knopf, ein Glas, ein Glas. Was will ich denn machen? Ich mische das da rein und drücke den Knopf. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt habe ich hier doch einen schönen Drink. Nein, stopp! Tackleberry Finn darf nicht in den Mixer. Ach so. Aber ist das nicht schön? Was will ich denn mischen? Ich weiß gar nicht, was ich mischen will. Ach so, ich muss wahrscheinlich dem Typen oben was Neues mischen und nicht... Ja, okay. Und ich vermute irgendwie, dass ich da noch ein Getränk für brauche. Naja. Dann gehen wir mal zum Spa. Was ist hier los? Die Bots sind weg. Oh, die jagen hier die freundlichen Bürger. Ist ja fies.
irgendwas Neues zu benutzen, außer dem Menschen? Kommst du jetzt endlich mit? Nein, meine Massage ist noch nicht beendet. Irgendwas scheint mit den Robo-Bediensteten nicht zu stimmen. Igitt, eine Massage? Tut das wirklich Not? Ja, aber keine Bange. Von einem Streichholzmännchen wie dir würde ich mich eh nicht massieren lassen. Deine Hände sind viel zu zierlich. Ach so. Aber wie wär's mit Monsterfußpantoffeln? Sofort! Heißt das, du kommst endlich mit? Falsch! Meine Rückenhaare müssen erst noch gewachst werden. Das ist nicht dein Ernst. Sehe ich so aus, als würde ich Späße machen? Zumindest wie etwas, was ich mal im Zirkus gesehen habe. Aber die Massage war gut. Hey, das war also echt lustig. Da, Max, das haben wir ja Erfahrungen mit. Ist das heiß? Schnauze, das muss so. So, fertig. Was hältst du davon? Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich glaube, ich habe mir bei der Prozedur eben einen Nerv eingeklemmt. Ich bestehe auf eine weitere Massage. Wenn du mich zum Heulen bringen willst, gleich hast du es geschafft. Wie, noch eine Massage? Wo sind meine Monsterpantoffeln? Ach komm. Da hat's für meinen Geschmack schon mehr als genug Fleisch. Na gut, dann ab in die... Was war das? Sauna, oder? Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Immer noch geschlossen? Tja, okay, dann ab in den Fahrstuhl. Gucken wir noch im Ältestenrat vorbei, bevor... Ja, natürlich. Ich könnte jetzt die ganzen Spezies, die ich gefunden habe, einscannen, aber ich gucke erstmal vorbei, was hier los ist. Ja, der braucht ganz klar einen neuen Drink. Der Herr Quattre. Hier noch irgendwas? Ach, warum sind die Schnellfunktionen? Ich finde die super praktisch und ich würde die auch nicht mehr missen wollen, die Hotspot-Anzeige. Das ist... Manche könnten sagen... Meine Hände sind noch ganz wachsig von den anderen. Manche könnten sagen, da leistet man keine eigene Denkarbeit mehr, aber das finde ich nicht. So. Ah, du schon wieder. Was gibt's? Haha, ich habe 10.000 Spaßpunkte! Wow, Glückwunsch! Zu dumm, dass die Ältesten gerade mit Serviceproblemen in der Chill-Out-Zone zu kämpfen haben. Aber keine Bange, sobald sie die Fehler beseitigt haben, bekommst du deine Audienz. Und dann gibt es auch frischen Zupfkuchen. Ein bisschen weniger. okay, der braucht doch keinen Drink, also doch der unten. Aber ich bin nicht so sicher, was für einen Drink ich ihm mischen muss. Wenn ich das wüsste, dann könnte ich auch schlauere Entscheidungen treffen. Mal angenommen, jemand hätte Ronnys Datenbank gelöscht. Wäre das sehr schlimm? Keine Sorge, mein Junge. Das kann nicht passieren. Da müsste ja jemand vorsätzlich im Computerkern einbrechen und die Festplatte manipulieren. Und so dumm ist nun wirklich niemand. Oder so waghalsig gerissen und tollkühn. Nein, ich meinte schon dumm. Immerhin würde er riskieren, ganz Elysium zu zerstören. Halt die Schnauze. Genau. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job. Ich habe meine Drinks, ich habe Rückenhassabe. Ich halt doch in den Kombi. Ich würde auch gleich in die Funzone nochmal gehen, glaube ich. Aber da speichere ich wieder vorher, dass sich der Tag nicht wiederholt. Achso, untere Schleusen. Ach, ich mache mal alles mal durch, ne? Irgendwas Neues in den unteren Schleusen? Nö, nur Mac Chronicle. Du, Mac? Ja. Nee. Bis später. Hat sich schon, oder ne? Beides. Hey, Rufus hat dazugelernt. Oder beides. So, gibt es hier noch irgendwelche coolen Spezies? Ja, ihr beide hier. Und, kommt ihr voran? Ist das nicht egal, solange wir uns lieben? Stimmt. Ich könnte noch Ewigkeiten mit dir Gardinen aussuchen, Henna. Ach, Tenna, das hast du schön gesagt. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Muster. Ach, ihr seid ja sowas von randständig. Wie wär's mit diesem schönen Muster hier? Wie wäre es mit diesen Silberrücken-Gorilla-Rückenhaaren?
Oh ja, das ist hübsch. Wirklich? Und wirklich? Männlich ist es auch. So weich. Und edel. Außerdem ist Silber gerade voll in. Trotzdem irgendwie zeitlos. Dann ist es entschieden. Endlich. Hier, behalte diese Stoffproben. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Gut, gut, gut. Da habe ich Ältesten gegen Zobel. Aha, ja, perfekt. Und Leo und Stinkmuffel. Oh, das ist super. Ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich den Typ ewig scannen können. Sein Rückenhaar wäre nicht akzeptiert worden, nehme ich mal an. Aber schade, dass ich es jetzt nicht mehr probieren kann. Gehen wir nochmal kurz hier rein. Vielleicht können wir uns auch eine Goal klonen. Zum Beispiel mit einem Sample aus der Toilette. Oh, nee, lass mal, warte mal. Hä? Wieso? Das ist doch noch gut. Hä? Wieso? Das ist doch noch gut. Okay, nein, also die Toilette, da werde ich vielleicht doch noch irgendwie dann ein Sample nehmen müssen, aber nein, nicht jetzt. Nein, danke. Was macht nochmal dieses Terminal hier? Die Fahrstuhlcam, richtig. Keiner da. Okay. Das ist ja immer noch... Achso, wir müssen ja auch irgendwie noch Goal überzeugen mit uns. Nicht abzufahren, genau. Das ist ja das eigentliche Ziel. So. Soll ich in die Funzone? Na, dann wiederholt sich wieder alles. Ich speichere mal.